Und damit herzlich willkommen zu einem lang versprochenen Dragon's Profit Video. In diesem Video geht es um Evolutionsskills, Partnerbewusstsein und all diese mysteriösen Änderungen, die vor einiger Zeit mit dem Update im Drachenmenü beim Gehegeverwalter hinzugekommen sind. Wir fackeln auch gar nicht lange, wir gehen direkt zum Gehegeverwalter und begeben uns ins Drachennest. So, vor einiger Zeit sind, wie gesagt, eben diese beiden Buttons hier hinzugekommen, Drachenpartner und Evolutionsskill. Wir werden uns erstmal den Button Evolutionsskill zuwenden. So, und zwar suchen wir uns mal einen Drachen aus, der schon welche hat. Hier, der liebe Balge, der hat Evolutionsskills, die ihm meistens in Verbund mit anderen Skills, die er lernen kann, bestimmte Vorteile geben. Beispielsweise haben wir hier den Urdrachen Erlösungsskill, der da bewirkt. Nachdem der Drache mächtiger Aufprall erlernt hat, erhöht sich die Macht dieses Skills um 60%, wenn die Ziel-HP unter 30% fallen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Bringt also einen Vorteil, wenn ich den Skill mächtiger Aufprall einsetze. So, und siehe da, wir haben hier einmal mächtiger Aufprall. So, das heißt, wenn der gegnerische Drache oder das Ziel, das wir angreifen, unter 30% hat, dann wird dieser Skill 60% stärker. Sozusagen so ein Finisher-Move dann. So, jetzt ist erstens die Frage, wie kommen wir dann an diese Evolutionsskills? Ein Drache kann im Übrigen maximal 3 davon haben. Und wie verbessern wir sie? Dazu suchen wir uns erst einmal einen Drachen, der noch keine Evolutionsskills hat. Nehmen wir beispielsweise diesen Typhoon hier. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Oder nehmen wir hier den Inferno. Inferno ist gut. So, jetzt können wir unten neben Drachenkammer und Drachenfreilassen einen dritten Button bedienen, nämlich Evolutionsbildschirm öffnen. So, wenn wir da draufklicken, sehen wir Evolutionsskills einer möglich. Das bedeutet, wir haben hier alle Evolutionsskills, die diese Drachenrasse mehr lernen kann. Also die sind von Drachentyp zu Drachentyp unterschiedlich. Hier, das ist ja also ein Raptor-Drache. Der hat unterschiedliche oder andere Skills, zum Beispiel als mein Balge oder als Pferd. Oder als, wie hier, ein zweibeiniger Magiedrache. Also die sind von Klasse zu Klasse unterschiedlich und welche Skills Sinn machen, das müsst ihr euch natürlich überlegen anhand der Fähigkeiten, die ihr eurem Drachen beigebracht habt. Das macht beispielsweise keinen Sinn, eben eine Fähigkeit zu verstärken, zum Beispiel, die ihr überhaupt nicht erlernt habt mit dem Drachen. So, jetzt toter Winkelattacke, Drachenschlachtzug, Donnerattacke, können wir uns jetzt also alle durchlesen, wenn wir das wollen, können wir jetzt aber auch bleiben lassen. Und dann benötigen wir Drachenrunen. Drachenrunen erhalten wir durch Arena-Duelle. Das habe ich im anderen Video ja schon erklärt. Und wenn wir jetzt hier unten auf Evolution drücken, piff, dann kriegen wir einen zufälligen dieser 5 Skills, haben 500 Drachenrunen bezahlt und haben hier eben oben jetzt ein Skill und hier unten hat der Drache ein Sternchen. Da, Drache mit Evolution. So. Was haben wir denn gekriegt? Toter Winkelattacke. Der Drache erhält den Status toter Winkelattacke, wenn er hinter dem Ziel ist. Stärke kritischer Treffer erhöht sich um 10% mit einer Chance von 15% den Schaden aufzuheben. So. Jetzt haben wir hier also unseren Evolutionsskill. Und jetzt, durch das Beibringen eines Evolutionsskills, wird hier auch das zweite Menü freigeschaltet, nämlich das Drachenpartner-Menü. Wenn wir jetzt das noch nicht getan hätten, wie beispielsweise bei dem Typhoon hier, dann steht hier Aktivierung nach einmaliger Evolution. So, wenn wir das jetzt hier einen Drachen mit einem Sternchen auswählen, können wir hier oben also einen Drachenpartner einfügen. Da können wir jetzt also einen beliebigen Drachen reintun. Ja, nehmen wir hier mal den Typhoon. Dann sehen wir hier einmal das Unterstützungstalent, das Partnerbewusstsein, Drachenenergieunterstützung und den empfohlenen Partner. Das muss ich euch erklären. Zuerst einmal hat der Drache, wenn er einen Drachenpartner hat und ihr den Drachen beschwört, einen bestimmten Bonus, den er euch gibt. Dieser Bonus wandert nicht auf die Attribute des Drachens, ganz wichtig, sondern auf eure Attribute. Das heißt, ihr solltet die Attribute, die hier unten stehen, abhängig machen von eurer Klasse. Das heißt, selbst wenn ihr einen Magiedrachen habt, ist ein Bonus von physischer Stärke, wenn man einen Krieger spielt, sehr gut. So, dann kommen wir zum empfohlenen Partner. Es macht immer Sinn, den empfohlenen Partner zu benutzen. In diesem Fall hier will er Sophanis Brut haben, den habe ich jetzt natürlich nicht vorrätig, dementsprechend kann ich den da nicht reinpacken.
wenn ich ihn hätte, den empfohlenen Partner, dann würde hier unten der zweite Bonus freigeschaltet werden. Momentan kriege ich nur plus 1 Drachenmacht. Wenn ich jetzt Sofanis Brut da reintun würde, würde ich auch noch physischen Schaden dazu kriegen. Dann haben wir hier oben das Unterstützungstalent. Das Unterstützungstalent geht von 8 bis 20%, je nachdem wie selten der Drache ist. Shop-Drachen haben beispielsweise 20%, Hasul Wirbelflamme hier, der hätte auch 20%. Im Übrigen macht es überhaupt nichts, die Drachen hier reinzuziehen, die kann man jederzeit da wieder raus entfernen. Die sind nicht weg oder gebunden oder so, das heißt, ihr könnt da gerne jeden Drachen reinziehen, ist es absolut gefahrlos. Und diese Bonis hier unten, die sind nicht feststehend. Man kann diese Bonis verändern. Indem man hier auf Drachen wechseln klickt, kann ich jetzt, erfordert eine Gefährtenrune, beziehungsweise 300 Drachenrunen, benutzen wir die Gefährtenrune, okay. So, jetzt haben sich einmal die Werte hier geändert, Drachenmacht und Stärke kritischer Treffer ist es einmal und dann hat sich hier auch der empfohlene Partner geändert. Ideal wäre es, wenn man hier unten zwei Attribute hat, die die eigene Klasse sehr gut unterstützen, beispielsweise in meinem Fall Stärke und Stärke kritischer Treffer oder Stärke und Wildheit, sowas in der Art. Und man zusätzlich auch noch einen Drachenpartner hat, den man A hat, also vorrätig hat oder beziehungsweise relativ leicht bekommen kann und der B ein möglichst hohes Unterstützertalent hat. Marmorfrost müsste wahrscheinlich ein 20%iges Unterstützungstalent haben, das kann ich aber nicht nachprüfen, weil ich Marmorfrost ebenfalls nicht vorrätig habe. Das ist ein legendärer Drache. So, wenn man also die ideale Voraussetzung hat, also hier sehr, sehr gute Werte, einen guten Partner hat und natürlich auch noch der Drache, dem man den Partner gibt, stimmt, dann lohnt es sich, das Partnerbewusstsein dieses Drachen zu trainieren. Denn diese Werte sind ja momentan noch sehr gering. Plus 1 Drachenmacht, das ist ja praktisch nichts. Das liegt aber nur daran, dass das Drachenbewusstsein momentan bei 0% ist. Nehmen wir jetzt mal meinen Balge. Da haben wir jetzt auch nicht besonders viel Partnerbewusstsein, aber immerhin stimmt der Drachenpartner, leider gibt er nur 12%, aber Konstitution und physischer Schaden sind schon mal nicht schlecht. Das sind auch keine idealen Werte und das Unterstützertalent ist jetzt auch, wie gesagt, nicht extrem hoch, aber wie gesagt, Drachenenergieunterstützung und der empfohlene Partner sind zufällig. Das heißt, man braucht eine Menge Drachenrunen, um den wirklich idealen Partner mit dem idealen Drachenenergieunterstützungsskills zu finden. So, nehmen wir jetzt also mal an, das hier wäre alles ideal, dann können wir jetzt Partnerkommunikation einschalten. Müssen wir das hier mal zumachen. Und hier können wir dann ein paar Drachen zur Partnerkommunikation auswählen. Wir können hier also maximal 5 reinpacken. Und wenn wir jetzt hier den guten, packen wir den dann nochmal raus, wenn wir jetzt hier den guten Inferno nehmen, den brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Moment, so und so. Dann können wir den hier reinziehen und dann sehen wir hier jetzt die Erfolgschance und das Ganze kostet 50 Drachenrunen. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Drachen reinpacken, dann steigt die Erfolgschance bei 88%. Je nachdem, wie seltene Drachen wir da reintun, steigt sie natürlich mehr. Wenn wir jetzt noch den hier testweise reinpacken würden, der würde nochmal ordentlich mehr geben. So, den will ich aber gar nicht verfeuern. So, haben wir jetzt also hier die beiden Drachen, die wir nicht mehr brauchen. Jetzt können wir auf Zuweisen drücken. So, Partnerkommunikation erfolgreich, das heißt, wir haben jetzt plus 2% gekriegt. Was wiederum bedeutet, wir haben eben gesehen, physischer Schaden waren eben plus 3, jetzt sind es schon physischer Schaden plus 6. Das ist natürlich immer noch nichts, aber es ist immerhin schon mal ein bisschen mehr. Das heißt, wenn man jetzt also eine Menge Drachen zähmt und die eben hier opfert, kann man das also auch schön hochbringen, diesen Wert. Ja. Dann muss ich euch noch erklären, wie man denn überhaupt mehr als einen Evolutionsskill erhalten kann. Wir haben ja eben gezeigt, hier Evolutionsbildschirm öffnen. Der hat glaube ich auch schon 3, aber ich glaube der hier hat noch keine 3 Evolutionsskills. Genau, der hat nur einen. Wenn ich jetzt hier den Evolutionsbildschirm öffne, kann ich aber nicht nochmal auf Evolution drücken. Das heißt, wie kriege ich jetzt die beiden anderen Evolutionsskills? Und vor allem kann ich mir irgendwie aussuchen, welche ich kriege, weil wie gesagt, die sind ja nicht alle genau gleich gut. Das hängt ja davon ab, was mein Drache für Fähigkeiten hat. Dafür müssen wir wieder Drachenarena-Duelle machen. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir Drachenarena-Duelle machen, bestimmte Aufgaben in unserem Drachenkompendium erfüllen. Ach Gott, wo ist es denn? Hier, Drachenkompendium. Nehmen wir doch mal die fabellegendären Drachen. Müssen wir bestimmte Aufgaben erfüllen. Wenn wir Aufgaben erfüllen, kriegen wir sogenannte Sterne. Wozu die gut sind, erkläre ich euch gleich.
gucken wir doch mal. Nehmen wir hier Mitternachtsschatten. Wir haben hier drei Aufgaben. Das eine ist, wir müssen ihn dreimal zähmen. Dann müssen wir 9 Arena-Duelle mit ihm machen. Das ist völlig egal, ob wir ihn einsetzen oder ob wir ihn einfach nur irgendwo auf der dritten Position stehen haben. Das ist völlig egal. Und wir müssen eine bestimmte Anzahl von Kämpfen gegen diesen Drachen gemacht haben. Wenn wir jeweils eine Phase davon abschließen, können wir hier unsere Belohnung abholen. Und wenn wir einen Auftrag jeweils beendet haben, zum Beispiel hier bei Schattenblender, sind wir hier bei Phase 2 und hier bei Phase 3, also haben wir hier jeweils bereits einen Auftrag ausgeführt von jedem der drei Typen, kriegen wir einen Stern. Gucken wir doch mal hier bei den Legendären, bei Balge zum Beispiel hier, habe ich mal abgesehen von den Kämpfen gegen Balge schon alle anderen Dinge beendet. Das heißt, ich habe mittlerweile bei Balge sogar 3 Sterne. Also jedes Mal, wenn ich von allen dreien eine Aufgabe erfüllt habe, kriege ich einen Stern. Wenn ich 2 von allen dreien erfüllt habe, dann kriege ich 2 Sterne. Wenn ich 3 von allen dreien erfüllt habe, 3 und so weiter. So, hier können wir nochmal die Belohnungen abholen. Wir kriegen da jeweils natürlich auch ein paar Drachenrunen für und ein paar Draco-Elemente. Das ist auch jedes Mal super. Hier sind wir schon bei Phase 5 jetzt, weil ich so viele Kämpfe gegen diesen Drachen gemacht habe. Zack. 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 Und jedes Mal, wo ich den Auftrag einmal abhole, steigt natürlich auch die Anforderung. Das heißt, das erste Mal muss ich hier beispielsweise bei Nerod nur 5 gegnerische Drachen besiegen. Wenn ich das jetzt abholen würde, wenn ich also 5 hätte, dann wären das wahrscheinlich schon wieder 15. Ja? Also die Aufgaben, die steigen natürlich in ihrer Schwierigkeit. Wenn wir auf einer bestimmten Drachenklasse jetzt Sterne haben, dann können wir hier oben auf Meditation klicken. Und dann sehen wir hier bestimmte Skills. Hier können wir bei den legendären Drachen auswählen aus den gleichen Skills wie die, die wir eben im Menü beim Gehegeverwalter gesehen haben. Und daneben sehen wir jeweils die Anzahl an Sternen, die benötigt wird, um diesen Skill freizuschalten. Jetzt haben wir bei Balge natürlich schon 3 Sterne, das heißt, wir können jeden Skill benutzen. Hier Elementaratem würde nur einen Stern brauchen, die anderen alle 2 Sterne. Und jetzt können wir hier ein Skillbuch erhalten. Jetzt habe ich wieder 300 Drachenrunen bezahlt. Und habe ein ärgerliches Hieb-Skillbuch erhalten. Hier, das kann von einem Drachen nach Evolution erlernt werden. Ärgerlicher Hieb kann nur von einem legendären Drachen erlernt werden. So. What a beautiful creature. What a beautiful creature. Genau. Jetzt haben wir... Nee, ich habe nicht noch einen legendären, um das zu zeigen, gell? Schade. Jetzt können wir hier auf Evolutionsskill gehen. Können unser Inventar öffnen, das ich gerne im Vordergrund hätte, und können jetzt hier dieses Buch reinziehen. Ich werde es jetzt natürlich nicht benutzen, weil ich meine Skills ja so behalten will. Aber jetzt könnten wir, kostet 500 Draco-Elemente, und dann würde er, wenn hier noch Platz wäre, eben diesen Skill lernen. Ja. Wir können das ja gerade nochmal zeigen mit einem anderen Drachen und einem anderen Skill. Wir nehmen mal die Fabellegendären und dann gucken wir mal hier, können wir Macht der Urdrachen kaufen, den Skill. Kaufen wir den, haben wir also noch keine zwei Sterne, deswegen sind die hier alle noch nicht kaufbar, sehen wir hier, also können wir noch nicht erwerben. Jetzt haben wir hier das Skillbuch, Macht des Urdrachen. Ups, das wollte ich gar nicht. Gehen zum Drachennest. So, Schattenblender. Ist ja ein Fabellegendärer, das heißt, dem können wir diesen Skill beibringen. So, dann Evolutionsskill. Können wir hier reinziehen. Können sagen, lernen. Ja, müssen wir noch einen Slot hier oben auswählen. Lernen. Jetzt läuft hier die Uhr durch. Und piff, haben wir den Skill erlernt. Und unser Drachenbuch ist weg. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Skill beibringen wollen, müssen wir also im Drachenkompendium wieder jeweils das Buch kaufen und können dann eben den Skill beibringen. Wir können natürlich auch Skills sozusagen überlernen, das heißt also, wir könnten hier also jetzt auch noch ein Skillbuch reinziehen, dann würde er den Skill vergessen und den anderen Skill eben dafür erlernen. Das würde in dem Falle Sinn machen, wenn man, also der erste Skill, der ist ja immer zufällig ausgewählt. Hier den Terra-Einschlag zum Beispiel, den habe ich ja gar nicht gewollt, den musste ich nur einfach zufällig auswählen, weil der erste Evolutionsskill, um das freizuschalten, ja immer zufällig ist. So. Dementsprechend könnte man den dann also ganz zum Schluss auch wieder verlernen lassen. Jetzt sehen wir hier, die Skills haben auch ein Level, Level 1 in dem Fall. Nehmen wir jetzt mal den Balge, nehmen hier den zweiten Skill, können wir hier also anklicken und dann können wir hier am Rädchen drehen.
kostet jeweils 50 Draco-Elemente. Und jedes Mal, wenn wir hier am Rädchen drehen, sehen wir, hier füllt sich dieser Balken jedes Mal ein bisschen mehr. Kostet natürlich eine Menge Draco-Elemente, ein Skill auf die Art und Weise hochzuleveln, aber es wird zu langsam und der Skill wird natürlich auch stärker dadurch. Also in meinem Fall ist das mit den Draco-Elementen natürlich kein Problem. Ich habe hier, sieht man es ja, eine ganze Menge. Ich habe 174.000 davon, das heißt also, ich kann hier eine ganze Weile dran drehen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man immer weniger pro Dreh bekommt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man ewig hier sitzen muss und klicken, warten, klicken und so weiter. Das heißt, es ist schon so ein bisschen nervtötend, das Hochleveln von den Skills. Andererseits, wie gesagt, macht das natürlich eben auch Sinn, weil die Skills dadurch signifikant stärker werden und man natürlich hoffentlich auch Skills ausgewählt haben hat, die einem nützen. Die Skills können je nach Drachentyp wirklich sehr, sehr hilfreich sein und sehr, sehr stark sein. Bei anderen Drachenarten machen sie weniger Sinn, zum Beispiel bei Fabellegendären sind die Skills, die man da angeboten kriegt, nicht so übermäßig cool. Bei legendären Drachen jetzt auch nicht unbedingt, dafür sind sie zum Beispiel hier, bei dieser Art von Drachen. Ich kann mal gerade nachgucken, wie heißen sie denn? Klingenrückendrachen, genau. Bei den Klingenrückendrachen sind diese Skills sehr, sehr hilfreich. So. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Klarheit gegeben über die einzelnen Funktionen. Ich fasse es nochmal zusammen. Um Evolutionsskills zu erhalten, muss man erstmal in der Arena Drachenruhen sich verdient haben, beziehungsweise die aus dem Kompendium geholt haben. Dann kann man den ersten Drachenskill beim Drachengehegeverwalter beibringen, mit diesem Button hier. Sobald man das getan hat, wird auch der Drachenpartner freigeschaltet. Weitere Evolutionsskills bekommt man im Drachenkompendium, wenn man mit der entsprechenden Drachenklasse gekämpft hat, beziehungsweise gegen sie gekämpft hat und diese Drachenklasse häufig genug gezähmt hat. Und Drachenpartner gibt es einen Empfohlenen, der hat ein bestimmtes Unterstützungstalent, nach Möglichkeit einen Drachen nehmen, der 20% hat, aber den Drachen immer auswählen nach den Bonis, die er gibt. Und diese Bonis, noch einmal aufgepasst, sind nicht für den Drachen, sondern für euch. Das heißt, selbst wenn ihr einen Magiedrachen, wie in diesem Fall habt, sucht Bonis aus, die euch liegen. Wenn ich jetzt beispielsweise meinen Balge mal mitnehme und den Balge beschwöre, sehen wir hier oben, Konstitution, Drachenenergieunterstützung, durch Drachenenergieunterstützung eures Drachenpartners wurde folgendes erhöht, Konstitution und physischer Schaden. So, diese Attribute, die werden also dadurch erhöht und geben euch damit einen Bonus im Kampf, solange wie ihr entweder auf den Drachen reitet oder der Drache neben euch steht. In dem Moment, wo der Drache verschwindet, ist auch der Bonus wieder weg. Das heißt, wenn ihr gewährleisten wollt, dass ihr dauerhaft gute Unterstützung bekommt, müsst ihr euch natürlich mehr als einen Drachen davon machen. Was zugegeben natürlich eine Menge Arena-Duelle und auch ein gewisses Geschick in den Arena-Duellen erfordert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und auch noch einige Fragen beantworten. Wenn es weitere gibt, schreibt sie ruhig in die Kommentare, dann werde ich nochmal mein Bestes geben, das klarzustellen. Damit verabschiede ich mich auch von euch in diesem Video wieder, wünsche euch noch einen angenehmen Tag und macht's gut.